Oh nein. Ich will was Großes. Alles gut. Sehr gut. Das, was ihm langweilig oh, wird, nee. Was ist das? Wieder ein Rothaus. Schon zweimal gemacht haben jetzt. Hä, hey, ist doch doof. Warum sollten wir es dreimal machen? Richtig. Geht's doch. Wir haben noch viel mehr Karten, oder? Wieso haben wir nur die zwei? Weil man immer nur bestimmte Auswahl hat. Genau, man hat immer bestimmte Sachen zur Auswahl und jetzt machen wir die Highschool. Vergesst nicht, das mit dem Treppenlaufen wurde gefixt, ne? Was für Treppenlaufen? Wenn ihr nicht wirklich an der Wand entlang schrubbt und ihr Pech habt, dass der Geist eventuell durch Wände gehen kann, das ist eine andere Geschichte, dann kriegt er euch. Und man kann nicht mehr wegrennen. Ja, der soll. Doch, klar, aber du musst echt aufpassen, wo du langläufst. Ah. Ja, gut. Der kann dir halt auf der Treppe hinterherlaufen, mein Gott. Mein Name ist Gump, Forrest Gump. Und ich kann sehr gut rennen. Jamie. Ja. Man muss es ja auch nicht drücke breit. Oh, ja. Moment. Geister können auch Treppen laufen. Da brauchst du dich nicht wundern, dass du auf der Treppe stirbst. Ich bin extra großen Bogen gelaufen. Einen großen Bogen. Ja, so. Dann warten wir mal wieder auf die Lustigen. Ah ja. Leckerlis. Gucken Sie mich so an. Hans. So. Ich habe eher so Angst, wenn die Leute spawnen. Die hängen dann immer wie so Geister in der Luft und laufen schon. Das sieht eher aufgehängt aus. Nein, ich stehe auf meiner kleinen Kiste. Mr. Spuck, kommen Sie hoch. Das ist wunderbar hier oben. Der sieht nicht aus wie ein Aufgehängter, das ist sein Modestil. Richtig. Richtig. Ich habe auch immer den Kleiderbügel noch in der Kleidung drin, für den Fall, dass ich es mal brauche. Ja, im Zweifelsfall, falls du mal in die Garderobe willst. Richtig. Lassen Sie nicht stören, ich hänge mich nur kurz weg. Ja. Ich würde sagen, dieses Spiel liegt nicht auf der SD. Kriegt er eine To-Do-Aufgabe für nächstes Mal? Deinstallieren und auf die SD. Leute. Installieren. Kurze Aufgabe an den Chat, sowohl bei Hutz wie auch bei mir. Alle mal ein Bu in den Chat, damit wir mal wissen, welche hier eigentlich alles gerade noch da ist. Ein Bu? Ein Bu. Ja, dafür, dass das Stream so schlecht ist und wir uns ausbuhen. Das finde ich gut. Ihr könnt auch bei dem Wolf einfach einen Tadelwolf machen. Das ist viel besser. Nee, der Wolf muss nicht getadelt werden. Der Wolf eben war ganz mutig. Hat mit den Geistern geredet. Der will jetzt nur ein Buch. Jamie, du kriegst eine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Hörst du mich? Was? Du kriegst eine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Einmal das Spiel deinstallieren und auf deine SD installieren, bitte. Vielleicht ist es auf SSD. Also ich glaube nicht. Das ist nicht auf der SSD, sonst würdest du, glaube ich, länger, kürzer laden. Viel kürzer. Ah, überschätzt mein SSD nicht. Also, ich weiß von anderen, die es auch geändert haben von HD auf SD und auf einmal waren die so flicks da. Der eine war sogar mal... Ja, es ist auf der Festplatte. Also auf der HD. Und beides Festplatten. Wieso? Das entschleunigt euch so ein bisschen. Das entschleunigt nicht. Wir stehen halt immer da und irgendwann geht uns die Gesprächsthemen aus. Wir wissen doch nichts, was wir sagen wollen. So, jetzt nehme ich schon mal die Beatbox mit diesmal. Was möchten Sie denn? Ja, möchtest du mal mit dem Geist reden? Ja, ich möchte mal. Komm, ich
EMF. Was sind eigentlich unsere Aufgaben? Hat das mal irgendeiner nachgelesen? Foto vom Geist, EMF, Zeuge eines Geister-Events. Und einmal kurz Zeuge werden. Ich will nicht Zeuge werden. Wie heißt er? Wer ist jetzt Zeuge Jehovas? Wir gehen da jetzt rein und fragen den Geist, ob er einen Wachturm kaufen möchte. Möchte uns müssen wir ihn bekehren? Okay, ich habe ein Buch ja. Und ein Thermometer. Hoffentlich ist der Geist nicht Mario Barth. Du weißt, wie er das macht mit den Bohnen und so. Wie er was macht? Ach, das ist einer von seinen alten Witzen. Ja, ich bin nicht so bei Mario Barth. Wie wär's, wenn wir den Seiteneingang... Ich kenne nur den einen Witz. Den Haupteingang. Nein, wir wollen... Wir wissen ja nicht, wo er ist. Ja, ich weiß, aber wir gehen immer hier rein. Ja, weil das die Mitte von allem ist. Aus die Mitte? Wer hat ein Thermometer und möchte mit mir kommen? Drei haben ein Thermometer und einer hat ein WMF. Dann gehen wir rechts. Zwei Thermometer. Ich glaube schon. Wir haben gefunden. Mann, das ist einfach echt langweilig. Nee, es ist noch nicht warm. Ich habe nämlich hier auch 10. Ja, wir haben hier 14 Grad, 15 Grad. Ich habe 10,8 in der Bibliothek. Okay. Soll ich mir EMF holen? Jupp. Okay, Mann. Das ist halt eine Schule. Wer wartet es hier, dass die technisch so ausgerüstet sind, dass alle Bäume aufreißen? Bitte ja. Wo bist du? Bist du hier? Möchtest du eine Rose kaufen? Ich stehe im Gang und leuchte in die Mitte. Folge dem Licht. Folge dem Licht! Okay, sonst hätte ich den Seiteneingang genommen. Warte, ich komm. Folge dem Licht! Und nicht du, Geist, falls du kommen solltest. Hello. 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 Gott, furchtbar. Hallo. Junge. Auf in die Cafeteria. In die Mensa. Das ist eine Mensa ohne Fenster. Sehr sympathisch. Die Western Wind Knight High School. Ah, guck mal hier. Da steht doch schon, was es für ein Geist ist. Spirit. Ist mir noch nie aufgefallen. Hier steht Spirit an der Wand. Wir haben es gefunden. Das wird sein. Wir müssen auf jeden Fall wir können jetzt auch die Länder ausschließen, eingrenzen, aus denen er kommt. Er kommt nicht aus Deutschland. Er kommt weder aus China, Amerika, Brasilien, Kanada, England oder Japan. Eine Fahne ist runtergefallen. Er kommt aus Portugal, weil die Flagge fehlt. Susan Smith. Susi. Sie klingt sehr portugiesisch. Susan Smith, meinst du, ist portugiesisch? Guck mal hier. Ja, weil die Flagge von Portugal. Buddy. Es ist ein Buddy. Oh, ist mein Buddy. Es ist bestimmt Buddy Holly. Oder sind noch mehr fahren? Weil da fehlt auch einer. Auch Portugal. Oh, ein Muster. Boah, guck mal, wie ordentlich das Exit da aufgehängt worden ist. Hier fehlt ein Fire Extinguisher. Ist das Licht aus? Könnt ihr mal eben gucken? Ja, der Strom ist aus. Okay, ich mach ihn wieder an. Wir müssen jetzt eh nach oben. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Telefon. Die fließen überall, voll unbequem. Ja, aber das ist einfacher zu reinigen. Denk doch mal an den Hausmeister. Der Hausmeister muss da, oder die Putzfrauen. Wir machen gar nichts an. Wir lassen alles aus. Warum soll man nichts anmachen? Weil die Sicherung hier veraltet ist und die rausfliegt. Gebe uns ein Zeichen, bist du hier? Lufs. Die
diese schönen dunklen Gänge in einem verlassenen Highschool. Schönste, was man sich vorstellen kann. Gib uns ein Zeichen! Minus gerade, wir haben den Raum gefunden. Okay. Okay, wo? Upstairs. Ist denn jetzt schon wieder hingerannt? Wo? Hinter. Hoch. Ja, hinten, rechts, links, ich weiß nicht. Wir müssen hoch und links. Nee, nee, hoch, hier hoch, hoch, hoch. Ja, aber nicht, dass wir weit weg von den anderen sind und dann kommt er. Ah, babalabab. Im Zweifelsfall, wenn wir weit weg sind und er kommt, können wir uns ja hier verstecken. Ich liebe ihn. Also wir sind kommt ihr hoch? Ja, ja, ich sehe schon euer Licht. Ich bin Mr. Disco-Licht. Hört auf. Hier rüber, einmal zum Licht. Geh ins Licht. Das habe ich schon vorhin gesagt, geh ins Licht. Oh, ich höre Wasser. Da war, nee. Ich höre Wasser. Ja, beim Wasser und vor allen Dingen beim EMF ist. Das Wasser ist nebenan, der Raum daneben. Gott sei Dank, Schatten, scary. Wir haben keine scary Schatten, unsere Schatten sind unheimlich schön und hübsch. Wobei, ich komme näher. Falls das EMF nochmal angeht, sagt mir bitte. Wo ist er denn? Ist das eigentlich eine Karte, wo ich laufen soll oder eine Karte, wo ich mich verstecken soll? Laufen. Eigentlich. Hier drin? Bist du hier? Bist du hier? Nee, bleib mal kurz draußen. Ja. Bist du hier? Ja, WTF. Das WTF war kurz. Geh mal kurz raus, bitte. Geh mal kurz raus. Bist du hier? Minus hatten wir schon. Nur noch Foto fehlt. Bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Nein, von den drei Aufgaben nur noch Foto fehlt. EMF und Geister-Event hatten wir schon. Ja, EMF ist eben angegangen, aber nicht hoch. Box war es nicht. Box? Okay. Nein, Box will nicht. Genau, keine Box. Fahnenwender. Die andere Box habe ich vor die Tür gelegt und noch irgendwas, UV-Lampe. Eine Fritantula. Hast du eine Kamera mit reingenommen? Eine liegt schon, ja. Da liegt das Buch irgendwo hinlegen. Ja, in den Raum und dann sag einmal, schreib in das Buch. Mist, ich bin auf der falschen Seite vom Haus rausgegangen. Licht an. Erst okay.
Ihr lieben Leute, wenn ihr vor dieser Tür seid, warum hast du das Buch dabei? Ich möchte euch erschlagen. Wenn ihr vor dieser Tür seid, hört doch auf zu reden. Weil er läuft trotzdem in die Richtung, wo die Stimmen sind. Und ich bin genau in der Tür daneben gewesen. Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht, wo du bist. Oh. Ich dachte, du wärst noch oben. Ich hab gehört, sie gehen nicht mehr raus. Oh doch, einer ist noch rausgekommen. Einer ist noch rausgekommen, der andere muss drin bleiben. Alter, ich hab jetzt angefangen zu blinken und ich will so einfach. Ja, ich will einfach nur neue Sachen holen. Ja, wenn ich eigentlich rein wollte, um das Buch zu legen, da bin ich einen Schritt rein, da hat es geblinkt. Ja, da ist der Orb. Weicht der Ohr. Aber nett. Immer sehr nett, wenn ihr sowas macht. Was ist mit meiner Sanity? Ah, oh, sie ist doch voll okay. Glaube ja. Tut mir mal einen Gefallen und macht mal die Lichter an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Mare oder Yurei. Wenn es ein Mare ist, sollte das Licht helfen. Bei Yurei müssen wir halt räuchern. Jetzt ist eher die Frage, was brauchen wir? Was haben wir denn jetzt schon und was haben wir denn noch nicht? Wir haben Farbe, Orb und Temperatur. Ah, Temperatur, stimmt. Hier haben wir. So, was sagt denn meine Sanity? Phantom, Mare, Jura. Meine Sanity geht's gut. Phantom, Mare, Jura. Meine Sanity geht's gut. Hier oben macht die Lichter an. Ich glaube, es ist eine Mare. Woher wissen wir, dass es eine Mare ist? Die hat aber nicht mit mir geboxt. Da muss es noch mal jemand versuchen mit Beatboxen. Wo ist die Box? Ich finde sie nicht. Die eine habe ich wieder rausgebracht. Ja, wo die andere ist, weiß ich nicht. Warum habt ihr sie rausgebracht? Gib her die Box. Ja. Bring sie hoch. Ja, aber hier ist man, es gibt doch zwei. Wo ist die zweite? Und dann blicken wir wieder. Wenn es ein Phantom ist, dann wird es erklären, warum meine Sanity jetzt hier nicht so runtergegangen ist. Wieso könnt ihr funken, wenn es blinkt? Ja. Ihr konntet gerade noch funken, während es geblinkt hat. Wohl. Ich könnte eher Kameras aufstellen. Ich gehe noch ein paar Kameras rausschieben. Verdammt. Ich will noch eine Kamera aufstellen. Einfach nur, weil ich will. Nehme ich denn noch mit? Was nehme ich denn noch mit? Sieht denn eigentlich meine Sanity aus? Oh, ich könnte mir ein paar Tabletten reinpfeifen. Waffen bitte immer entweder in oder vor den Raum legen. Ja, ja, wir kommen hoch mit der Box. Deine Sanity ist übrigens nicht gut. Ich hab schon einmal Pillen genommen. Oh, weißt du das? Du bist doch gar nicht im Auto. Weil ich es gesehen habe, dass es schon niedrig war, bevor der letzte losging.
Wir haben wir brauchen keine Kameras. Ich will aber dem Geist zugucken, wo er entlang. Irgendjemand ist verstorben. Wolf, lebst du noch? Irgendjemand hier draußen? Hallo? Der Wolf ist verstorben. Und wieder einmal ein Wolf weniger in der Sammlung. Was fehlt uns denn jetzt noch? Was könnte es denn jetzt noch sein? EMF, Box oder Buch? Dann laufe ich mal mit dem Buch hoch. Ja, aber Box muss jemand anders machen, weil mit mir hat er nie geredet. Komm gleich, warte. Hauptsache ist oben. Ich bin das auch. Ich habe gehört, Jamie wollte einmal nach oben. Er wollte oben mal mit dem Geist sprechen. Ich nehme die Tabletten nicht und gehe trotzdem hoch. Na toll. Gleich wieder tot. Foto brauchen wir noch. Box liegt, richtig? Oh, brauchen wir noch ein Fotoapparat? Haben wir noch einen? Ich habe einen. Box liegt, oder? Box ist hier. Und den andere Box hatte der Wolf in der Hand. Na klasse. Gut, was hast du in der Hand? Ich habe zurzeit einen Bewegungssensor, weil ich wissen wollte, wo er rumläuft. Und hab eine Taschenlampe. Nehm ich die Taschenlampe und sonst nichts. Nehm ich die Box mit. Ja, aber mit mir redet er ja nicht. Aber gut, dann lass ich den Bewegungssensor. Soll nur oben ankommen, dann rede ich mit ihm. Na gut. Okay. Du kommst mit. Nimm dir. Keine Ahnung, nimm dir den Bewegungssensor. Und bring den in den Geisterraum dort. Ne, hat nur geflunkert. Meine Kerze ist aus. Ja, an die Wand hängen und F drücken. Also in die Hand nehmen, an die Wand drehen und wenn du es an der Wand siehst, F drücken. Hallo. Na du, hast du Lust, ein paar Zeichen zu sehen? Wer ich das? So, bin da. Möchtest du jetzt die Beatbox? Da. Hier ist er. Ah. Ist die andere Beatbox. Na gut, weil ich eben meine. Wo bist du? Einfach mal den Nebenraum. Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen, bist wo du. Bist...
bin noch am Leben. Lebt ihr noch? Ja, ich lebe noch. Schreib ins Buch. Hallo. Bist du hier? Schreib ins Buch. Mit mir hat er leider nicht Bist du hier? Ich weiß nicht. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Oh. Nee, das ist nur das Ding. Sollen wir vielleicht Bewegungssensor hier? Problem ist, er redet auch nicht mit mir. Also du kannst es jetzt auch nochmal versuchen, ob er mit dir redet. Nee, er redet nicht mit mir. Da ist auf jeden Fall die Kamera. Wo bist du? Wo bist du? Also erstmal, ey Rashi, grüß dich, hallo. Und ja, ich... Der ganz schnell mit der Box redet, der hat irgendwie Abklingzeit und so und ich weiß nicht, wo er nicht handeln kann. Ja, das müsstest du, weil ich kann, ich hab schon gesprochen. Ich hab schon versucht, die Box nehmen und mit dem, oh, lauf mit mir. Unterwegs. Wie bitte? Bin unterwegs. Sagte, bin unterwegs nach draußen. Ja, ich bin jetzt erstmal raus. Jamie noch am Leben? Ja. Hallo. 1A. Wo dümpelst du rum? Oh Gott, das macht mich so fertig. Oh. Das war knapp. Ich bin noch rausgekommen. Das war knapp. Aber ich bin noch draußen. Ihr du auch? Weiß ich nicht. Oh Gott, das macht mich so fertig. Oh Gott. Wie war Layers of Fear? Sehr gruselig am Anfang. Hat eine super Atmosphäre gehabt. Wurde aber im Akt 2 sehr, sehr nervig. Aber am Samstag wird's weiter. Weil. Was ist denn jetzt?
Weil es, es gibt in Layers of Fear 2 gibt es Monster, die einen jagen. Und das Problem ist, du sollst eigentlich dich an den Räumen umsuchen und Sachen finden, aber wenn du dann von den Monstern die ganze Zeit gehetzt wirst und du nicht weißt, wo du hinkommst, gibst du halt an ein und demselben Monster gefühlt fünfmal, bis du überhaupt kapierst, wo du hinlaufen musst, was echt nervig ist. Weil du, ja, du kennst ja den Weg nicht, du weißt ja nicht, wo du hinrennen musst, um dich zu verstecken vor dem Viech. Mhm. Weil manche Türen macht's wieder auf, manche Türen macht's nicht auf. Mit wem spiele ich gerade Phasmo? Ich spiele einmal mit Jamie, mit dem Wolf, der jetzt gerade verstorben ist, und mit Iro. Oder Nightray. Iro und den Wolf kennst du, Jamie kennst du noch nicht. Hat er nichts verpasst. Ja, ansonsten, du meinst, das Spiel ist so laut. Ich fand jetzt gar nicht, dass es so laut ist, aber ich kann es gerne versuchen, ein bisschen runterzudrehen. 0%. Und dann spiele ich, da tue ich mal die Spiellautstärke an sich ein bisschen runterdrehen. Das Problem ist, wenn ich die Spiellautstärke runterdrehe, höre ich auch die Leute nicht mehr gescheit. Hm. Was mache ich da jetzt am dümmsten? Liegt wahrscheinlich an dem Wasser. Ja, das Wasser ist halt sehr laut. Das ist sehr, sehr wahr. War sehr laut. Foto vom Geist fehlt uns halt immer noch. Ja, okay, wir haben. Aber, oh, wir haben noch einmal Pillen. Hiro, bist du noch am Leben? Bist du noch da? Hiro? Ja. Hörst du mich da nicht? Ich rede doch. Ja, jetzt. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt höre ich dich auch wieder. Davor habe ich dich nicht gehört. Du hast nämlich nur an die Wand gestarrt. Ich hatte schon Angst, dass du ein Geist bist. Ja, ich bohr gerade imaginär in der Nase und überlege, was es sein könnte. Also, was haben wir denn überhaupt bis jetzt? Wir haben im Moment folgende Auswahl oder folgende Sachen. Geisterorb, also Gefriertemperaturen. Wir haben einen Orb, echt? Ja, wir haben Orbs. Okay. Sein könnte es wahre Jurei. Phantom. Phantom. Ich lese mal. Ich bin auch gerade am. Er macht halt konsequent das Licht aus. Aber ich überlege halt, ob es überhaupt eine Mare sein kann, weil Mare ist halt Box und wir haben das beide mit der Box versucht. Ja, wir haben das mit der Box versucht, aber Jamie noch nicht. Kann ja sein, dass er nur mit Jamie. Jamie hat es nicht versucht, das ist richtig. Vielleicht wieder mit Jamie reden. Das kann gut sein, dass Nein, glaube ich nicht. Ja doch, das kann gut sein. Manchmal tun Geister nur auf bestimmte Personen antworten. Mare wäre auch. Nee. Sieht nach EMF aus, sag wenn man mal so auf die Leiste guckt. Phantom wär EMF 5. Mare wäre Geisterbox. Und Jurei wäre Geisterbuch. Buch hat er ja auch nicht geschrieben. Buch hat er nicht geschrieben, nee, aber das kann auch Buch und Box, also ich würde wirklich auf den das, aufs Phantom aufs EMF schießen. Ich hatte jetzt keins in der Hand, also ich kann es auch nicht beurteilen, wie hoch das ausgeschlagen ist. Ich hatte eins, wurde mir weggenommen. Ihr. Also, wir können natürlich nochmal reingehen und gucken, ob er jetzt mittlerweile ins Buch geschrieben hat, oder Jamie versucht nochmal mit ihm mit der Box zu reden, aber ansonsten sehe ich jetzt... Aber dann tötet er mich. Du recht. Er ist halt relativ aktiv dafür, dass keiner da ist. Was auf was deutet? Was sagt uns das? Jurei eigentlich. Will ich jetzt behaupten. Ja. Jurei ist immer viel aktiv. Ich weiß es nicht, also Ich weiß, dass gewisse Geister in manchen Räumen aktiv sind. Was steht denn bei Jura dabei? Ich habe den ganzen Text ja dauernd nur auf Englisch bei meiner einen Seite da. Ein Jurei ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses oder einer unerfüllten Rache in die Psyche, in die physische Welt zurückkehrt. Stärken? Jurei handeln haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand. Schwächen, wenn sie den Raum des Jurei ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Können wir natürlich auch ausprobieren. Wir können auf Jurei tippen und gehen jetzt mal den Raum räuchern.
Und wenn er dann und wenn er danach nicht mehr huntet, ist es ein Jurei. Und wenn er huntet? Und wenn er huntet, dann sind wir tot und wir haben nicht unbedingt ausgeschlossen, dass der Jurei es nicht ist. Mare. Er ist, kann er. Eine Mare ist die Quelle von. Gerade macht er gar nichts. Die Mare ist die Quelle von allen Albträumen. Sie wird bei Nacht am stärksten. Es wird erzählt, dass eine Mare den Verstand von Menschen kontrollieren kann. Stärken. Eine Mare hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Schwächen. Schaltet man die Lichter um eine Mare ein, die Chancen angegriffen zu werden, eher gering. Ja, gut, und Licht war immer an eigentlich, oder? Als es jetzt losging. Aber Taschenlampenlicht zählt nicht. Nee, ich meine auch das Deckenlicht war doch ein paar Mal an. Wir mussten das Licht ja ausmachen, um mit ihm zu reden. Ein Phantom ist ein Geist, der von den Ebenen Besitz ergreifen kann. Meistens beschworen durch das Ouija Board. Verursacht Angst in den Menschen um ihn herum. Stärken senkt den Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Ja, haben wir aber nicht. Man kann es halt fotografieren, dann verschwindet ich das. Ich habe auch keine Sanity mehr. Ja, hat keine. Also unsere Sanity ist nicht sonderlich stark gesunken. Ja, guck dir das an, das sieht aus wie EMF. Ja, so also wie es springt, sieht das auch aus. Also ich würde das auf Phantom schieben. Wieso hat das Springen was mit WMF zu tun? Von 0 auf 4 kann heißen, dass es EMF ist. Also das ist sehr, lustigerweise relativ typisch. Ja, die Aktivität. Und unser Sanity ist nicht sonderlich schnell gesunken. Beim Phantom sinkt es ja nur, wenn wir ihn anschauen. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich habe ihn nicht. Nein, das heißt auch, wenn wir ihn anschauen, wenn er nicht da ist. Ich find's lustig, Wolfie klingt voll wie ein Kumpel von mir. Fällt mir gerade voll auf. Oh. Ja, ich weiß nicht, was der Wolf macht. Das musst du ja in seinem Stream gucken. Also du kannst ja Multistream machen, kannst du beide sehen. Also beide Videos. Dann kannst du sein Bild und mein Bild sehen. Ich weiß aber nicht, ob man dann auch beide hören kann. Ich muss gestehen, ich glaub, man muss einen muten. Ich höre so selten den Multistream, wenn ich selbst einer davon bin, der. Komisch, weiß ich gar nicht warum. Ich auch nicht. Also komm, ich würde jetzt einfach, um Zeit zu sparen, wir nehmen das Phantom und reisen ab. Also Wolf. Ich muss aber ganz, ganz dringend in die Keramikabteilung. Oh, die ist aber drin. Du weißt schon, dass der wird dich töten. Nee, die andere. Wir nehmen, was haben wir gesagt? Phantom. Phantom of the Opera. So, wertes Wuffi oder Wolf. Wenn du hier bist, soll ich, wovon ich mal ausgehe. Phantom, wir fahren jetzt los. Ganz gut ist, wenn du Wolfi sagst, das mag er so gern. Ich hab mich gerade drum gedrückt. Wolfgang. So, werter Wolf, Phantom in 3, 2, 1, tschüss. Wir holen deine Leiche später. Vielleicht irgendwann mal. Phantom, sehr gut. Mir sieht so gut. Wärt ihr nochmal reingekommen, hättet ihr gesehen, dass es ein Phantom war. Warum? Wieso? Ich habe euch nämlich EMF auf den Boden geschrieben, beziehungsweise das E war fertig. Am M war ich gerade dabei. Ah. Okay. Wir sind ja auch so drauf gekommen. Ja, ihr seid bloß nicht mehr reingekommen. Ja, wir sind ja auch immer nur bis zum Gang gekommen und dann hat er angefangen uns zu jagen. Ja, dann wäre der halt. Ich war nur froh, dass ich nicht mehr drin war.